Stefan, Gratulation zum Sieg hier in Augsburg, zu einer guten Teamleistung, aber auch zu einer sehr starken persönlichen Leistung, wie ich meine. Im Vordergrund steht natürlich die Teamleistung und die war heute sehr, sehr gut. Es war nicht leicht. Wir haben in Nürnberg die ersten 40 Minuten verschlafen. Das war heute unser Ziel, dass das nicht passiert. Das ist in Augsburg schwierig. Die Fans, die Mannschaft kommt immer hart raus. Und im Großen und Ganzen haben wir über 16 Minuten eine gute Leistung gebracht. So, die bayerischen Eisflächen scheinen euch zu liegen. Ich denke überhaupt gerade die Auswärtsspiele sind bei uns sehr angesagt gerade und das freut uns natürlich sehr. Auswärts ist normal sehr schwierig und wenn man da Punkte sammeln kann, ist immer gut. Auch gerade diese Auswärtsstärke, die macht euch zum Team des Monats Dezember. Ja, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, sind so 8, 9 Spiele, die wir in Folge auswärts jetzt gewonnen haben. Und ja, zu Hause gewinnt man normalerweise, sollte man seine Spiele gewinnen und auswärts, wenn man natürlich viele Punkte holt, das kann dann ruckzuck zum großen Unterschied werden. Und so sind wir jetzt innerhalb eines Monats da irgendwie hochgerutscht und ist ein schönes Gefühl. Gleichzeitig macht euch das ja auch zum Favoriten, diese hohe Tabellenposition. Das scheint euch aber gar nichts auszumachen. Natürlich. Also wenn man oben ist, ist man der Gejagte. Das war jetzt über den längeren Zeitraum nicht so, weil wir waren immer gut im Mittelfeld. Und jetzt gilt es natürlich, diese Position irgendwie zu verteidigen. Ne? Man ist jetzt ein bisschen mehr unter Druck, sollte sich aber nicht zu viel Druck machen. Auch ein zweiter Platz oder ein dritter Platz ist gut und da sollte man ganz locker rangehen. Du hast dich heute auf der Bank auch länger behandeln lassen. Das war, glaube ich, so nach dem Kampf an der Bande. Alles wieder okay? Ja, da ging es nur kurz ein bisschen ruppig zu. Habe mich kurz 1, 2 Minuten draußen hingesetzt, kurz ein bisschen Eis drauf gehalten, aber jetzt, am Schluss ging es wieder. Ja. Okay. Es gab heute auch eine kleine Kuriosität. Ben Meissner, der Augsburger Goalie, hat 2 Minuten bekommen, weil er den Puck hinter der Mittellinie gespielt hat. Ja. Mal ehrlich, hast du die Regel gekannt? Also ich wusste, dass auf jeden Fall, dass ab einer gewissen Grenze der Puck nicht mehr gespielt werden darf vom Torwart. Wo genau, ich dachte eigentlich schon ab der blauen Linie. Sieht man nicht oft oder ich habe es noch nie gesehen. Da war, ich denke, auch für ihn, der war selber perplex. Die Scheibe kam auf ihn zu und das sind irgendwie Reflexe. Ich glaube auch, er hat es nicht leicht gehabt, der kam frisch ins Tor, hat dann gleich am Anfang eine Strafzeit genommen, die Scheibe hinterm Tor gestoppt und da halt gleich nochmal. Aber sowas passiert halt mal. Gut, dann wünsche ich einen guten Rutsch, gute Heimreise, glaube ich, und viel Erfolg bei den nächsten Spielen. Danke.